Mitte April 2022 hat sich Switz mal eine Probe im Brandenburger Kulturstadel angesehen. Das Ensemble probt für ihre Aufführung des Stücks Taxi Taxi. Premiere ist am Samstag, den 7. Mai. Du spielst ja auch eine Rolle. Ja. Seit wann bist du denn hier dabei? Ich denke ungefähr seit 2008. Okay, wie kommst du zum Theater? Durch die Sabrina. Ah. Durch mich. Echt? Ja. Es ist seit, und du bist aber schon länger dabei. 98. 98. Und was ist hier los? Das ist praktisch die Maske. Garderobe. Wenn ich mir dich so anschaue, brauchst du wahrscheinlich nur so 2-3 Stunden, bis du dann fertig bist. Fünf Minuten? Okay. Ich spiele mir Rollen, wo ich mich nicht groß maskieren muss. Also halt wegen Schminke und so, wegen Lidschatten und so, halt das Übliche. Und abtönen, dass es nicht so glänzt als die Schwatten. Und aber es gibt bestimmt auch Stücke, wo man vorher mal geschminkt wird, natürlich. Oder? Natürlich. Wir haben Stücke, wo meistens bei Märchen zum Beispiel, wo es halt irgendwelche Kreaturen spielst oder so, das ist dann mit Perücken und so, das ist dann schon aufwendig. Aber mit Kostümen, der muss dann schon oft einmal 2 bis 2,5 Stunden vor Start hier sein, bis du voller Motor bist. Du hast deinen Text wahrscheinlich wieder nicht gelernt, ne? Deswegen machen wir das jetzt erst. Ja, ich muss immer ein wenig einen Spiegel machen. Ich glaube, das wird nichts mit dem Text. Aber so Bücher kriegt man auch und liest sich wahrscheinlich immer wieder durch alles, oder? Naja, eigentlich liest man sich ein, zweimal bloß durch und eigentlich durch das Spielen verfestigt sich. Ja. Das, weil man spielt ja und bei dem Spielen kann man praktisch die Sätze mit Positionen oder mit Gängen verbinden und dann merkt man sich wesentlich leichter. Okay. Also man versucht schon so früh wie möglich ohne Textbuch zu spielen, weil es einfach dann leichter wird. Man meint es nicht, aber es ist wirklich so. Wie lange bist du denn hier dabei, Wolfgang? Das ist mein erster Einsatz. Hier in dem Theater? Ja. Aber sonst normalerweise spiele ich in der Altstadt und seit 3 Jahren in Haasdorf. Haasdorf kenne ich, das war schon. Ja, okay. Das ist aber jetzt zweimal verschoben worden. Haben wir ein Stück, das ist auch hier schon mal gespielt worden, 19, die etwas wilde Hochzeitsnacht. Ah, okay. Und nachdem Haasdorf und Altstadt befreundet sind, die beiden Theatergruppen, habe ich da draußen einmal, haben die gesagt, Mensch, kannst nicht bei uns einmal mitspielen? Da war einmal von Silvester bis 6. Januar, 5. Januar, habe ich da mal eine Rolle übernommen, die Hauptrolle. Und haben gesagt, Mensch, du könntest doch bei uns einmal mitspielen. Und nachdem in der Altstadt da nichts gelaufen ist, haben wir gesagt, gut, dann habe ich noch einmal mitgespielt, einmal eine kleine Rolle. Und jetzt, heuer, spielen wir dann das gleiche Stück, die etwas verrückte Hochzeitsnacht, praktisch in Haasdorf. Nun gut, lassen wir die Proben beginnen. Wollen Sie Ihr Taxi next on parallel stellen? Wenn Sie Hänger haben oder so. Viertel vor 9. Okay. Während Dorsten und Martin im Dialog sind, wartet Sabrina hinter der Bühne auf ihren Einsatz. Du wartest jetzt praktisch auf deinen Einsatz. Und woher weißt du, wann der kommt? Am Stichwort. Was war dein Stichwort jetzt? Katze zum Tierarzt. S-M-B-F-M-M. K-A-T-Z-T. Katze zum Tierarzt. Hier, mein Lieblings. Und was ist dein Stichwort? Das Telefon, wenn das Telefon klingelt. Doch, ich bin raus. Das habt ihr vor allem mal richtig gut gehabt. Doch. Oh.
Bei den Farmer, das ist eine richtige Einhüte, ist das sehr gut. Du bist aber jetzt hier auch schon länger dabei? Seit 11 Jahren. Seit 11 Jahren? 11 Jahren, ja. Bist du noch gar nicht aufgefallen hier? Ich kenne dich ja nur aus dem Radio. Ja, ich spiele nur, also am Anfang habe ich nur Märchen gespielt, ne? Da bist du natürlich nicht gekommen, lieber Sutz. Nee, okay. Boulevardkomödien, lass mich lügen, das ist meine vierte. Okay. Also in 11 Jahren 4, das ist jetzt bei 4 Stücken normalerweise im Jahr gar nicht so viel. Okay, das ist richtig, ja. Und was ist dein, darf man schon verraten, was dein Part bei dem Stück ist? Der ist eigentlich, der Part ist ein ganz, ganz unauffälliger eigentlich. Es gibt manche Nebenrollen, die tragen zur Handlung relativ wenig bei. Aber die stören die komplette Story so sehr, dass sie dann doch mit eingewoben sind in das Stück. Also eigentlich könnte man meine Rolle ersatzlos streichen. Sollte man aber nicht, weil da einige Gags in dieser Boulevardkomödie einfach noch auftauchen, die man gerne noch mitnehmen sollte. Smuts darf auch einen kurzen Part mitspielen. Oh. In der Originalbesetzung macht das aber jemand anders. Ja, das könnte klappen, wenn er nicht zu früh aufstehen muss. Ah, da war das Stichwort. Ich muss doch nur meinen Job, Kumpel, machen. Ich brauche ein Bild. Hallo, ich habe Ihnen doch schon alles erzählt. Er will keine Kopfnüsse. Aber die gute Story ist eine coole Story. Hallo? Stell sie mal zu ihr, Mann. Schatz. Nein. Hallo? Anders, geh rum. Mach Kuckuck, Bild. Hallo. Supi, das kommt in die nächste Abendausgabe. Das können Sie vergessen. Boah, geschafft. Stratton ist 16, die Straße ist über 40. Jetzt hat er hier die Hausnummer vertauscht, das ist nicht scheißegal. Na, weil wenn sich das dann im Stück immer weiter so durchzieht, dass immer wieder das vertauscht wird, dann blickt der Zuschauer nämlich irgendwann einmal, wie 16 oder 19, mit 16. Und ich die hören nicht auf? Ja, okay. Ja, doch. Also wir haben schon sehr flexible Zuschauer, die auf sowas zum Teil achten. Na, Stefan Müller ist auch schon da. Willkommen. Es geht um Mary. Es geht um Mary. Oh, ihr Jersey-Kuh. Ich versuche wegzukommen, bevor Draft auftaucht. Ich mach mir Sorgen um Mary. Ja, ich mach mir Sorgen um alles. Sie ist aus dem Haus gestürzt. Um dich zu suchen. Um dich zu suchen. Ja, und was nicht kann ich dagegen tun? Mich! Du bist ja auch schon ewig hier Mitglied hier im Kulturstadel. Seit wann bist du hier dabei? Seit 1988. Und was das Witzige ist, dieses Stück hat man 1988 gespielt und da gibt es eine kleine Rolle, sind nur 3 Sätze und das war meine erste Rolle hier. Okay. Und ich finde es klasse, dass das Stück wieder gespielt wird, Taxi, Taxi. Da geht es um den Taxifahrer John Smith, der Bigamist ist. Mhm. Der 2 Frauen hat, die Mary und die Barbara. Mhm. Und er hat einen durchgetakteten Terminplan, sodass das alles hinhaut. Und dann kommt er zu einem Zwischenfall, wo eine alte Dame sich gegen 2 Rowdies wehrt und er mischt sich ein und kriegt dann die Handtasche auf den Kopf und dann geht's drunter und drüber. Wie bist du dann zum Theater gekommen? Also aus der Schule raus oder? Weil in dem Stück damals der Wolfi Günther mitgespielt hat, war ein Kumpel von mir, ja. Eigentlich ein Basketballer, aber der hat hier mitgespielt und dann bin ich da rein und war total begeistert. Okay. Und dann, es ging vielen so, das geht vielen so, die im Kulturstadel dann aufschlagen, die kommen erst einmal, dann ist die eine oder andere Feier gegeben und irgendwann wirst du dann gefragt, Mensch, willst du mitspielen? Und das hat dann bei mir doch noch 2 oder 3 Jahre gedauert, bis ich die erste Hauptrolle gekriegt habe. Okay. Das war dann 1991. Und kannst du dich auch erinnern, wie viele Stücke du schon mitgespielt hast? Das sind wohl, also über 400 Vorstellungen habe ich schon. Und dann, wenn sie dann zwischen 15 und 20 Vorstellungen, dann dürften so 20, 25 Produktionen sein. Wobei in den 80ern und 90er Jahren ich wesentlich mehr gespielt habe als jetzt. Jetzt bin ich halt mehr im Vorstand aktiv. Okay. Du bist ja auch Regisseur. Was hat man denn da für eine Aufgabe? Regisseur trommelt das Ensemble zusammen. Alle 3, 4 Jahre mache ich da eine. Die letzte, die ich dann gemacht habe, war Emil und die Detektive mit 20 Kindern. Das hat riesen Spaß gemacht.
Und ja. Kann eigentlich bei euch jeder Mitglied werden? Jeder kann kommen. Ich muss nur sagen, es kriegt keiner was. Nicht kein Mensch was, weder hinter der Bühne noch vor der Bühne werden bei uns Gagen bezahlt. Also wir sind ein richtig ehrenamtliches Theater. Und da heißt es immer, oder das ist eigentlich schon verbrieft, dass man zumindest in Bayern das einzige Theater mit einem festen Jahresspielplan und einer feststehenden Spielstätte haben, wo keiner im Ensemble was bekommt. Also diese reine Ehrenamtlichkeit ist schon ein wirkliches Alleinstellungsmerkmal von uns. Na, wenn Swutsch schon mal da ist, Stefan, zeig ihm doch mal die oberen Stockwerke. Über den ersten Stock. Was machen wir da oben, Hase? Über den ersten Stock. Das ist unser Aufenthaltsraum, unser, wir nennen es einen Jugendraum. Donnerwetter. Also hier besprecht ihr dann eure Stücke? Hier besprechen wir die Stücke, da machen wir die Vorstandssitzungen. Ja, da kommen wir mal was aufwärmen. Jetzt gehen wir in die Technik. So. Donnerwetter. Und jetzt muss ich dazu sagen, hier kenne ich mich null aus. Ich weiß, dass da verdammt viele Knöpfe sind. Ja. Da. Und da ist ein Bildschirm. Es sind mehrere Bildschirme hier. Mhm. In dem großen Bildschirm sieht der Techniker, was läuft. Und da hat er hier sein Textbuch. Und dann, ja, das sind dann so, was weiß ich, M5 aus L11. Ich habe keine Ahnung, was das bedeutet, aber wahrscheinlich muss er da irgendein Licht machen. Oder er muss es klingeln lassen, oder er muss bei einem Märchen halt Blitz und Donner reinspielen. Also hier sind dann die ganzen Scheinwerfer angeschlossen. Und hier bei den Bildschirmen sieht er dann auf dem Zuschauerraum, ob die Leute alle sitzen. Er hat ein Bild, wo hinterm Vorhang von oben sieht, ob das Ensemble steht. Mhm. Und dann schaut er während des Stückes quasi auf den großen Bildschirm. Und dann kann er hier mit seinen Knöpfchen die jeweiligen Stimmungen oder Technik oder Geräusche einspielen. Okay. Ihr habt ja einen festen Techniker oder zwei, wo sich abwechseln. Wir haben 4, 5 Techniker, die sich dann abwechseln. Aber wie gesagt, wir nehmen immer gerne, wer Lust an Technik hat, ist bei uns immer willkommen, auch beim Bühnenbildbau. Wenn einer gern tapeziert oder Teppichboden verlegt oder ein Bühnenbild baut, brauchen wir immer, ganz dringend. So, jetzt gehen wir noch einmal. Da ist unser Büro. Das ist jetzt nicht so spektakulär. Alte Büro. So. Ja, da sind alte Programmhefte drin, Textbücher, Protokolle. Und jetzt kommt noch was. Finde ich gut. Achtung. Unten da ist das Licht. Ja, das ist. Donnerwetter. Ja. Okay. Muss ich dazu sagen, das hat der Heiko Ries eingebaut, der vom Fach ist. Und hier kannst du drunter. Ah. Achtung, der Swutsch finden wir auf die Bühne, ruft doch mal rauf. Okay. So, machen wir dazu. Ja, steckt viel Technik, sieht man gar nicht, ne? Ja. Von außen. Alles. Achtung, mach das Licht aus. Du auch. So, und jetzt können wir noch vorne, wenn es mal gerade ausgehst, das ist eine schmale Tür, da kannst du mal rausgehen. Na, geh nur mal voraus. Schmale Tür. Das ist nur für Mitglieder. Also geh durch. Donnerwetter, okay. Das ist dann für uns, wenn wir mal während der Vorstellung kommen, da können wir uns darauf setzen und zuschauen. Okay. Es sind 99 Plätze. Und sitzt der Martin. 99 Plätze haben wir deswegen, weil es vor 20 Jahren, sage ich jetzt mal, die Versammlungsstättenverordnung gesagt hat, ab 99 Plätzen oder über 100 braucht ihr Feuerwehr, Rotkreuz immer und Notausgänge und das ganze Zeug. Und deswegen gibt es ganz viele Theater, die 99 Plätze haben, weil du dann eben diese besonderen Maßnahmen nicht ergreifen musst. Das ist aber bestimmt auch schon vor 15, 20 Jahren geändert worden auf 199. Also das mehr bringen wir ja gar nicht rein. Es gibt so kleine Schildchen auf den Stühlen, da gibt es Stuhlpaten, die haben dann 400 € gezahlt, weil ein so ein blöder Stuhl
kostet 400 Euro. Okay. Die vorderen haben wir schon ausgetauscht, die hinteren müssen jetzt demnächst mal ausgetauscht werden und dafür sparen wir immer. Also alles, was wir übrig haben, was an Rücklagen ist, wird dann im Haus verwendet. Gibt es dann neuen Scheinwerfer, wobei wir momentan schon wirklich gut ausgestattet sind. Ein großes Problem, die Toiletten müssten mal wieder gemacht werden. Das ist, eigentlich ist es, wie heißt es immer, Fass ohne Boden. Ja. Ne? Danke für den interessanten Abend, meine Lieben. Und mal schauen, vielleicht ist Wutz bei der Premiere dabei.